Hallo zusammen. Ein sehr erfolgreicher Open House Event liegt hinter uns hier im Studio Visual Pursuit. Mietstudio, Equipment Rental, Filmlicht, Blitzlicht, was immer ihr haben wollt. Man kann alles mieten, man kann es aber auch nebenan beim Nachbarn, Nefal TV, kaufen. Wir hatten ein Netzwerktreffen, ein sehr spannendes Netzwerktreffen mit einer Reihe von sehr interessanten Vorträgen, die wir euch im Livestream präsentiert haben. Live-Regie vor Ort hat videostream.team übernommen. Das Ganze wurde bei einem Restreamer bei gritzgritz.de restreamt auf mehreren Kanälen. Wir werden euch jetzt Teile der Aufzeichnung ein bisschen aufbereitet nochmal zur Verfügung stellen, damit ihr nochmal gucken könnt, was es gegeben hat. Den Anfang macht Vincenzo Pendolino von schnitt.eu. Er wird euch über das Multicam-System informieren. Weitere Informationen des Programms, was hier gezeigt worden ist, was nicht alles im Stream zu sehen war, findet ihr über die Links in der Beschreibung dieses Videos. Viel Spaß dabei! Hallo. Hallo liebe Gäste, hallo Zuschauer, ich bin Vincenzo Pendolino von der Firma Schnittpunkt. Erstmal danke an Michael und Nissa dafür, dass wir hier sein können und für das tolle Studio. Ich erzähle euch jetzt erstmal etwas über Multicam System. Und zwar ist Multicam System ein französisches Unternehmen, sitzt in Paris und sie bieten hauptsächlich All-in-One-Solutions an. Also es sind im Endeffekt Windows-basierte Rechner, die bei euch dann ankommen. Die sind alle pre-installed mit Software und alles, was ihr benötigt. Die bieten für mehrere Use Cases dann auch spezielle Lösungen an. Die meisten dieser Lösungen sehen auch etwas ähnlich aus. Allerdings sind sie bei der Handhabung teilweise ein bisschen anders oder haben andere Features. Was ich euch gleich zeigen werde, ist das Radiosystem. Dafür gehen wir dann gleich rüber und und zeige euch die Einrichtung und wie das Ganze funktioniert. Dann einmal switchen zu meinem Monitor. So, da bin ich wieder. Und da sind wir jetzt schon im Radiosystem. Also ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir erstmal mit der Einrichtung anfangen. Das machen wir hier oben in den Einstellungen. Da springe ich jetzt auch eben mal rein. Die ganze Einrichtung beginnt mit, wie sieht ein Studio aus? Also so ein Radiostudio, das ist ja in der Regel immer fix. Das ändert sich nicht. Man hat immer sein Pult, man hat seinen Tisch, man hat die Kameras, die man dann irgendwo positioniert, und der Moderator sitzt auch in der Regel immer auf demselben Stuhl, auf demselben Platz. Und das kann man hier dann alles per Maus oder per Touchscreen, das ganze System kommt mit Touchscreen an, steuern, vergrößern, verkleinern. Wenn man andere Tischformen hat, kann man die hier oben umstellen. Wir haben jetzt hier einen rechteckigen Tisch, deswegen bleibe ich auch beim rechteckigen. Die Kameras, die sind ungefähr hier an diesen beiden Positionen, die kann ich drehen. Das System erkennt auch, was das für eine Kamera ist. Also wenn das eine IP-basierte PTZ-Kamera ist, wie jetzt hier in dem Fall, dann wird das auch direkt erkannt und man kann damit dann arbeiten. Im nächsten Schritt sind wir dann hier, wo die einzelnen Personen, dann die Sprecher, angezeigt werden. Wir haben jetzt in dem Fall nur einen Sprecher, und zwar mich. Und ich bin dann der Hauptsprecher. Man hätte man noch eine zweite Person, einen DJ, könnte man diese auch als DJ kennzeichnen. Und das war es auch schon. Also das war Schritt 2 von 4. Der dritte Schritt ist der für mich wichtigste Schritt. Hier werden dann die Kamerapositionen eingestellt. Und zwar wird das hier nach Sternevergabe gemacht. 3 Sterne ist die wichtigste Kamera. 2 Sterne ist dann hier und hier haben wir dann 1 Stern. Und hier stellt man dann ein, ich möchte die Kamera 1 oder 2. Das wird dann auch alles per Klick entschieden. Mir gefällt diese Ansicht nicht. Ich kann das hier ändern, reinzoomen, rauszoomen.
Das wird dann auch alles hier mit einem Controller eingestellt, der mitgeliefert wird. Das gehört auch alles zum All-in-One-Solution-Paket. Und kann das hier mit einem Häkchen bestätigen und diese Aufnahme oder diese Position wird dann gespeichert. Hätte man noch einen zweiten Sprecher oder einen dritten Sprecher und eine Weitwinkelkamera, die eventuell das ganze Studio zeigt, könnte ich das dann hier auch alles einstellen und ja, mit einem Häkchen auch bestätigen. Von hier aus gehen wir dann zum vierten und letzten Schritt und hier wird dann die Konsole eingetragen oder integriert, die man verwendet. Denn das System benötigt ja irgendwelche Signale, irgendwelche Audiosignale und das Signal, was hier am wichtigsten ist, ist das Trigger-Signal. Also damit das System weiß, hey, welcher Sprecher, welches Mikro ist da gerade an und ist gerade was am Senden. Denn dadurch entscheidet das System im vollautomatischen Modus auch, welche Kamera gerade gezeigt wird. Ich habe jetzt hier Remi ausgewählt. Das ist eine Software, ein Simulator, der Trigger-Signale sendet. Das sieht man hier unten an der 1. Wenn die rot umkringelt ist, heißt es, dass da gerade ein Signal gesendet wird. Wenn er nicht mehr leuchtet, dann spricht Sprecher 1 offiziell in dem System nicht. Das Ganze kann ich dann hier unten rechts mit dem Haken bestätigen und kann dann zurückgehen und sind hier jetzt im vollautomatischen Modus erstmal. Wie ihr seht, ist da auch gerade automatisch der Kameraswitch passiert und im Endeffekt könnte man das dann hier alles so laufen lassen. Wenn man einen Producer dabei hat, der oder eine größere Produktion mit vielen Leuten, kann man auch in den vollautomatischen, in den manuellen Modus gehen, tut mir leid. Und hier hat man dann den Überblick, hier rechts, das ist die Preview und hier links werden die Kameras angezeigt. Man hat 8 Kameras, können maximal eingetragen werden. Und hier kann ich dann entscheiden, welche Kamera gerade gestreamt wird. Die, die gerade orange umrahmt ist, ist die, die ich jetzt steuern kann mit dem Joystick. Und ich kann ebenfalls auch Presets einstellen, also dass die Kamera dann schnell irgendwo anders, wenn ich sie woanders brauche, kann ich mir das vorher einstellen und dann springt sie da auch hin. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Was kann ich mit dem System hier noch machen? Ich kann mir im Vorfeld Bauchbinden oder Grafiken einstellen und die dann auch integrieren. Hier, da haben wir mich mit meiner Karte, sage ich jetzt mal, Vorname Vincenzo von der Firma Schnittpunkt und kann das dann einblenden lassen. Das sehen wir dann da unten links. Oben rechts habe ich jetzt ein Logo. Wir sind ja hier bei Multicam. Ich kann hier auf eine Videothek zurückgreifen, wo ich dann Videos einspielen kann. Leider sind gerade hier auf dem Server keine Videos gespeichert, aber im Normalfall sind dann hier die Videos aufgelistet. Ich kann auf Play drücken oder pausieren oder zurück zum Stream wechseln. Das ist dann alles möglich. Dann wollte ich Ihnen noch zeigen, wie man Grafiken einstellt oder ja, erstellt. Wir sind jetzt hier bei meiner Karte, indem ich hier dann auf ein Plus geklickt habe, konnte ich dann dem Ganzen einen Titel nennen. Ich kann pro Show quasi ein Preset erstellen mit ganz vielen Grafiken. Hier in dem Fall haben wir ja jetzt nur die beiden. Ich gehe mal in den Einstellungen, dann sehen Sie das auch. Und zwar haben wir hier das Logo und hier ist die Visitenkarte. Die besteht aus 2 Labels. Das ist hier auch wieder ganz simpel und einfach, kann man das hin und her schieben, wie man es möchte. Man kann die Bereiche labeln, also Name und Firma. Und hier kann ich die Position machen und hier rechts kann ich noch die Schriftfarbe, Schriftart, Hintergrundfarbe, alles einstellen und so machen, wie es mir gefällt. Wenn ich hier auf Daten klicke, kann ich dann mehrere Sprecher hinzufügen. Haben wir jetzt 5 Sprecher, kann ich dann hier jeweils immer auf den Plus drücken und kann dann hier die notwendigen Daten eintragen und das Ganze speichern. Gut, dann gehen wir jetzt hier zurück in den Radiomodus. Und dann wollte ich Ihnen noch zeigen, was ein Workflow bei Multicam ist. Und zwar hat eine Kamera, ein Radiosender,
immer seine festen Ausstrahlungen. Man hat immer dieselbe Morgensendung. Klar, es ändert sich auch. Allerdings ja, hat man da tatsächlich immer dieselben Leute, dieselben Gäste oder dieselben Vorführungen. Und das kann man dann mit einem Workflow, kann man sich da sehr viel Arbeit erleichtern. Und zwar kann ich hier dann, habe ich jetzt eine Testaufnahme gemacht. So, und ich kann dann hier auswählen, soll ich einen Workflow benutzen, den ich schon hergestellt habe, oder will ich mir ein neues Workflow erstellen? Das mache ich dann, entschuldigen Sie, ich muss mir hier kurz einmal reinzoomen. Sie sehen es, Create a Workflow, und gehe dann auf Publish, also auf Erstellen. Hier kann ich dann auswählen, wie das alles zu heißen hat, wie wird die Datei benannt. Hier werden Variablen hinzugefügt, also wie Datum, Titel. Ich habe dann hier noch andere Variablen, die ich hinzufügen kann, wie Videoformat. Machen wir das mal, drücke auf ein Plus und dann ist auch schon das Videoformat auch mit dabei. Und gehe auf Weiter. Hier kann ich dann einstellen, will ich ein Intro eintragen, will ich das Video dann nochmal geschnitten haben und soll noch ein Outro hinzugefügt werden. Das kann ich einmal anklicken und dann werden hier, hat man Zugriff auf ein Netzwerk, auf den Rechner selber oder wo man sich die Dateien herholen möchte, Zugriff und kann dann quasi hier ein Intro auswählen, ein Outro auswählen, das Ganze dann weiter und will ich die ganze Datei noch lokal irgendwo speichern, kann ich dann hier auswählen, Ordner. So, fertig. Gehen wir mal auf Weiter. Und somit haben wir jetzt unseren Workflow erstellt. Gut, hier sind dann die Aufnahmen, die man schon getätigt hat. Da oben sieht man, dass das Ganze jetzt bearbeitet wird, es wird geschnitten. Und sobald es fertig ist, kann man das auch dann auf dem Server oder auf dem Rechner öffnen und abspielen. Das war es im Großen und Ganzen zu dem Radiosystem. Ich würde dann jetzt noch einmal nach vorne gehen und Ihnen noch etwas über Multicam erzählen. So. Multicam hat jetzt nicht nur diese All-in-One-Solutions für Radio, dasselbe haben sie auch für Konferenzen, normales Studiosystem. Wie Sie gesehen haben, im manuellen Bereich hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie bieten auch Robotiksysteme an für große Studios. Roboter, die auf Rollwagen sind mit Schienensystemen, die dann auch per Software gesteuert werden. Mit der Software kann man bis zu 6 Robotiksysteme steuern. Es sind dann nicht nur die Ray-Systeme, man hat auch feste Hubsäulen für Teleprompter-Kameras, das, was man da eben benötigt. Und als drittes großes Produkt bietet Multicam System auch Backdrop an. Das ist für große Studios, ebenfalls für große Studios, für virtuelle Systeme, Augmented Reality und ein sehr großes und interessantes Thema. Leider haben wir hier jetzt nichts da, um das vorzuführen. Falls Sie Interesse daran haben, wird Multicam auf der IBC ausstellen. Da werden auch die Robotiksysteme und die Backdrop-Systeme gezeigt. Falls Sie Interesse haben, können Sie gerne mit uns einen Termin ausmachen. Wir werden ebenfalls auf der IBC sein. Wir sind in Halle 3 im German Pavillon. Sie können gerne auf uns zukommen, www.schnittpunkt.de oder eine E-Mail am punkt@schnittpunkt.de und wir können gerne einen Termin mit Ihnen und Multicam vereinbaren. Wir selber, wie gesagt, sind auch da und werden unsere Produkte ausstellen von der Marke Second Wave. Da bieten wir Stative an, Pedestals, motorisierte Stative, Lichter und noch viel mehr. Ja, dann freue ich mich, Sie dann auf der IBC zu sehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.